Heute stellen wir Ihnen eine sehr interessante Mitteilung aus dem New England Journal von Takashita und Coworkers vor. Es geht um die Wirksamkeit von Antikörpern und antiviralen Medikamenten gegen die Omikron-Variante Covid-19. Laborstudien japanischer Virologen bestätigen, dass die meisten Antikörperpräparate die Omikron-Variante von SARS-CoV-2 nicht neutralisieren können. Die getesteten Virustatika könnten jedoch weiter wirksam bleiben. Viren können sich im Prinzip durch eine einzelne Mutation dem Zugriff von Antikörpern entziehen, wenn die Mutation die Oberflächenstruktur Antigenität des Virus an der Stelle verändert, an der der Antikörper bindet. Die Hersteller der zur Prävention und Therapie von Covid-19 zugelassenen Präparate sind sich der Gefahr bewusst. Einige bieten deshalb Cocktails aus zwei Antikörpern an, in der Hoffnung, dass nicht beide durch die Mutationen wirkungslos werden. Gegen Omikron hat diese Vorsichtsmaßnahme nicht gewirkt. Bereits im Dezember war klar, dass Bamlanivimab, Etesivimab von Lilly und Casirivimab, Imdevimab von Regeneron bei Omikron nicht greifen, was eine klinische Wirksamkeit sehr unwahrscheinlich macht. Die US-Arzneimittelagentur, die FDA, hat bereits die Konsequenzen gezogen und beide Mittel faktisch vom Markt genommen. Die jetzt vorgestellten Ergebnisse eines Neutralisationstests FRNT bestätigen dies. Bei drei der vier Antikörper wurde auch mit einer Konzentration von über 50.000 Nanogramm pro Milliliter keine Neutralisierung erzielt. Bei Casirivimab lag der FRNT50 bei über 14.000 Nanogramm pro Milliliter, was ebenfalls weit über den therapeutisch erzielbaren Titern liegt. Andere Antikörper können deshalb weiterhin wirksam sein. Den niedrigsten FRNT50, sprich die beste Aussicht auf eine Wirksamkeit, erzielte Sotrovimab als einzelner Antikörper mit 373 Nanogramm pro Milliliter. Das ist deutlich mehr und deshalb ungünstiger als gegenüber dem Wildtyp und auch gegen Delta. Die in Europa noch nicht zugelassenen Kilgarvimab und Tixagevimab sind mit einer FRNT 50 von 443 Nanogramm pro Milliliter und fast 1300 Nanogramm pro Milliliter schon eher von einem Wirkungsverlust bedroht. Bei der Kombination der beiden Antikörper, die AstraZeneca als Evusheld einführen will, wurden 255 Nanogramm pro Milliliter benötigt, um die Infektion der Zellen um die Hälfte zu reduzieren. Das ist weniger als für Sotrovimab. Ob es für eine Wirkung reicht, bleibt abzuwarten. Die Ergebnisse von Laborstudien lassen sich nicht 1:1 auf die Klinik übertragen. Wesentlich günstiger waren die Ergebnisse zu dem Virustatika GS441524. Das ist die aktive Form von Remdesivir, EIDD1931, aktive Form von Molnupiravir und PF0083531, die aktive Form von Lufotrelvir. Auch hier können Mutationen schnell zum Wirkungsverlust führen, wenn sie die Angriffspunkte auf der RNA-Polymerase Remdesivir, Molnupiravir oder der Protease Lufotrelvir so verändern, dass die Wirkstoffe ihr Ziel nicht mehr finden. Bei Omikron gibt es Mutationen in den Genen für die beiden Enzyme. Sie scheinen jedoch die Wirksamkeit nicht herabzusetzen. Für GS441524 wurde eine FRNT 50 von 1,2 Nanogramm pro Milliliter ermittelt. Für EIDD1931 betrug sie 0,43 Nanogramm pro Milliliter und für PF0083531 12,71 Nanogramm pro Milliliter. Dies sollte ausreichen, Omikron zu stoppen, wobei der häufige Einsatz der Virustatika natürlich die Gefahr birgt, dass sich resistente Mutanten bilden. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der frei verfügbaren Publikation im New England Journal of Medicine.